Hallo meine Lieben, mein Name ist Michael Merhi, ich bin Autor, Verleger, Buchblogger und Automechaniker und heute stelle ich euch einen fesselnden Rache-Thriller von Patrick Senegal, 7 Tage der Rache. Mann, 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 ist das ein geiles Buch, ist das ein wahnsinniges Buch. Und zwar behandelt es das Thema Rache, und zwar wenn das eigene Kind entführt, vergewaltigt, missbraucht und anschließend ermordet wird. Bruno Amel ist 37 Jahre, Chirurg, lebt in einem schönen Zuhause. Seine Frau Silvi ist ein bisschen Probleme, aber trotzdem alles läuft gut. Seine Tochter Jasmin liebt er abgöttisch. Ja, eigentlich das Leben, was wir uns ja alle so wünschen. Bisschen Geld auf dem Konto, tolle Arbeit, gute Familie. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter könnte nicht besser werden. Und dann das. Ja. Der Patrick Senegal wird bei diesem Buch nicht nur auf Foltermethoden und immer wieder absurde und neue Schreckensszenarien herstellen, nur um sein Monster zu quälen. Nein, dieses Buch ist kein Vorwand dafür, dass man eine Kulisse erschafft und, sage ich mal, Gräueltaten an jemanden zu verüben, wo man dann sagt, ja, klasse, hast du toll gemacht. Nein, es geht um das Thema der Rache und wie kommen wir mit Selbstjustiz klar. Und hierzu lese ich mal eine ganz tolle Passage aus dem Buch, wie immer ohne freundliche Genehmigung von Herrn Frank Fester, aber ich hoffe, er verzeiht mir auch dies. Bruno zog die Klinge heraus. Nichts. Er fühlte nichts. Er besah sich den blutenden Schenkel, lauschte dem Stöhnen des Monsters, verspürte aber weder Freude noch Befriedigung, sondern gar nichts. Ja, darum geht es. Es geht darum, dass wenn wir selbst an jemanden Rache nehmen, da sind wir in einem Dilemma. Und zwar, was ist gut, was ist falsch, was dürfen wir nicht. Und in dem Moment, wo wir jetzt selbst Gewalt an einen Menschen ausüben, was unterscheidet uns dann von ihm? Sind wir denn dann nicht alle aus dem gleichen Topf oder aus dem gleichen? Nein, das darum geht es. Es geht darum, die Frage der Moral. Und das hat der Patrick Senegal ganz klasse gemacht. Und jetzt noch ein Hinweis. Dieses Buch wurde auch verfilmt. Und zwar, ich glaube, 7 Tage Rache nur. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber der Film ist auch ganz, ganz großes Kino. Und zwar, die Stellen, die mich am Buch gestört haben, waren im Film nicht dabei. Und die Stellen, die ich ganz klasse fand, waren zum Teil auch nicht im Film dabei. Deswegen ergänzt sich Buch und also die Romanvorlage und die Verfilmung sehr gut. Ich empfehle allerdings, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu sehen. Denn viele Background-Informationen werdet ihr im Film nicht sehen. Und da ist man dann, sage ich mal, so der Allwissende. Man weiß, ah, der hat doch das gemacht und er hat doch jenes gemacht. Also von mir eine ganz, ganz klare Leseempfehlung für dieses Buch. Ihr werdet es nicht bereuen. Ganz toll geschrieben, großartig. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Und das nächste Buch ist von Mr. James White. Und zwar Der Totenerwecker. Freut ihr euch darauf? Das ist auch ganz großes Kino. Viel Blut. Und ja, in diesem Sinne, I love you.